So 8 Kilometer schon müssen wir noch ungefähr fahren. Wir fahren einfach mal weiter geradeaus. Irgendwann wird uns ja auch angezeigt. Du hast dein Ziel erreicht. Wo das ist, also wann wir das gemacht haben. Ein bisschen Cockpit-Perspektive kann man auch mal machen. Ja, und damit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play. Forza Horizon 5 auf dem PC, Folge 23. Ich habe mir den Nissan schon ausgesucht und den kaufen wir jetzt. Kostet 132.000. Dementsprechend würde ich sagen, holen wir uns den natürlich. Weiß es gar nicht, Tatsache. So ein bisschen schwarz ist natürlich nicht schlecht. So richtig schön halbglänzend, muss ich aber dann sagen. Ja, aber ich will so. Und dann will ich aber noch. Ja, wie kann ich denn die Farbe ändern? Ist auch belastend jetzt. Ich mach's jetzt erstmal so. Kaufen natürlich. Nicht den Autogutschein für die Karre benutzen. Dann will ich die Farbe so ändern. Muss man danach dann noch machen. So. Jawohl. Einfach nur lackieren. Ja, genau. Aber hier muss das einfach nur schwarz. Ja, das finde ich nicht ganz so gut gemacht, dieses System, aber naja, egal. Ich weiß nicht, wollen wir noch was machen an der Performance? Ich glaube erstmal nicht. Wir haben aber hier noch einen Scheunenfund, tatsächlich. Komplett okay. Aus Kohlefaser, 6 Liter V12, 450 PS. Er sollte in Le Mans seine Runden drehen, nicht mitten im mexikanischen Dschungel. Auch nicht schlecht. So, jetzt gehen wir mal raus mit dem GTR. So, da bin ich. Das freut mich. So, was eine Karre. Oh. Theoretisch dürfte das ja jetzt schon mal... Nein, ich wollte nicht rein. Ach. Ich wollte doch gar nicht rein. So, was kann ich hier machen? Ich habe zwei weitere Autos, das passt ja wunderbar. Der ist sogar episch, das ist auch nicht schlecht. Und Stufenaufstieg und Wheelspin. Gib mir das Glück auf meiner Seite, sage ich dir auch ganz ehrlich. TVR Cerbera Speed 12 sieht gar nicht mal so scheiße aus, muss ich sagen. Genau, wir haben jetzt hier das abgeschlossen. Ich muss das aber alles machen. Was muss ich machen? Mache eine Spritztour, fahre 22 Kilometer. Okay, einfach fahren. Nichts leichter als das, würde ich doch mal ganz ehrlich sagen. Dann fahren wir doch mal ganz locker flockig bis zum hintersten Punkt der Karte. 14 Kilometer und dann wieder zurück, dann haben wir die Strecke. Ja, wie hat der das da gerade gemacht? Ich habe keine Ahnung, wie man da rauf soll. Bei nächster Gelegenheit enden. Route wird neu berechnet. In 200 Metern rechts abbiegen. Egal, so. Bin zwar da, aber spiele nebenbei, also schreibe ich nicht so viel bis kaum. Ja, ist alles okay. Alles okay. Ich mache heute tatsächlich auch gar keine Events. Ich mache die Spieleliste tatsächlich gerade. Weil es ein ganz besonderes Auto da drin gibt, nämlich den DeLorean. Eine richtig nice Karre. Habe ich richtig Bock drauf.
Nochmal ein Schild. For free nehme ich. Ja, ich bin da gerade dabei, mir ein paar Pünktchen zu verdienen. Sodass ich diesen DeLorean kriege, weil ich finde die Karre so fett nice. Die brauche ich in meiner Sammlung und die gibt es nur exklusiv da drinnen. Also ja, du kriegst sie wahrscheinlich später auch in dem Auktionshaus oder so, aber dann musst du gleich wieder 10 Millionen dafür zahlen und das Geld ist es mir dann auch nicht wert, ne? 400 Metern links abbiegen. Das ist es mir dann auch nicht wert. Links abbiegen. Ja, da müsste man definitiv mit dem Tuning nochmal so ein bisschen ran. Da ist man auf jeden Fall beim Untersteuern. Einfach fahren, einfach fahren, 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 einfach fahren, fahren, fahren. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Okay, warum habe ich nicht einfach die normale Auffahrt genommen, Navi? Danke dafür. So, wenn wir die Strecke gefahren sind, sind wir bei 14 Kilometern. Dann müssen wir nochmal 8 weitere fahren. Sollte aber passen. Ja, macht auch seine knapp 300. Das ist natürlich schon mal ganz nice. Da soll irgendwo eine Scheune stehen. 330, nice. Und Lenkung nicht da. Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrtbiene. Oho. Okay, du bist. Ja, Junge, also. Ich brauch Distanz. Zurückfahren. Ich muss auf jeden Fall für das Haus sparen, wo das wir überall schnell reisen können. Das wird später auf jeden Fall wichtig. So, 8 Kilometer schon müssen wir noch ungefähr fahren. Wir fahren einfach mal weiter geradeaus. Irgendwann wird uns ja auch angezeigt. Du hast dein Ziel erreicht. Wo das ist, also wann wir das gemacht haben. Ein bisschen Cockpit-Perspektive kann man auch mal machen. Einfach mitten auf der Straße, ne? Ist auch eine geile Ansicht eigentlich.
Ich fahre einfach geradeaus. Immer weiter geradeaus. Nice. Da haben wir's. Jetzt müssen wir 6 Sterne bei Gefahrenschildern verdienen. Und er braucht eine Straßenrennveranstaltung, 2 hervorragende Driftfähigkeiten bei einer Straßenrennenveranstaltung. Yo. Alles klar. Oh, 6 Sterne bei Gefahrenschildern. Wir haben noch gar nicht so viel. So, dann muss ich den erstmal... Ich muss den erstmal... aufmotzen. Ich brauche mehr... Power dann in dem Teil. So, Allrad bleibt da mal schön drin. Da finde ich halt schon Frontstoßstangen, Abtriebstuning, schaltet das frei. Ja, brauche ich jetzt aber nicht. Ein Spoiler. Hier gibt es mehrere sogar. Ein Standard-Spoiler, da gibt es hier... Jo. Und von Nissan selber gar keiner. Okay. Ja, ich würde sagen, der große wird's, ne? Alter. Ach du Scheiße, ey. Slicks. Schön breiter, ne? Kann ja auch die Spurbreite verstellen. Was ganz nice ist. So, was hast du? 8-Gang, 7-Gang. Machen wir Renngetriebe einfach nur rein. Offroad, Drift, Rennen, Rallye. Rennen. Habe ich bei anderen Fahrzeugen gar nicht drauf geachtet, wa? Da habe ich dann mal eben schön, Rallye eingebaut, oder was? Jo. Stabilisatoren, klar. Okay. Jo, 300 Kilo weniger, nice. So, und dann noch den Motor, ne? Eieiei, so viele Motorteile. Oh, der wird aber wieder krank werden, ne? Aber das muss sein. S2, Turbo-Tuning nochmal rein. Ja, ne, also. Ölkühlung, klaro. Ja. Ja, ne, was soll ich dazu jetzt noch sagen? Probieren wir es mal. Sollte ja kein Ding sein, hier Sterne zu holen.
Okay, wir brauchen Gefahrenschilder. Wo sind die Dinger? Filter. PR-Stunts. Ja, Gefahrenschilder. Ah ne, nur Gefahrenschilder. Das ist ziemlich wenig. Ist das alles? Ja, scheiße, wa? Ja, es gibt nur ein einziges? Und das hier. Nicht so stark. Sollte aber für 6 Sterne reichen. Ich muss dann erst zu diesem Festival-Krams, damit hier mehr Stunts kommen, ne? Na, testen wir den gleich mal ein bisschen. Wie der sich so fährt. Ja gut, so eine Drift sollte man im Rennen hinkriegen. Erster müssen wir ja nicht werden. Okay, 350 ist das Maximum. Da geht mehr, würde ich sagen. Wieder mehr geht. Hoho. Da fährt er doch mal eben 400, du. Oh. Der Typ fährt 400, oh ja. 409, okay. 111, ja, passt. So, dann können wir mal ganz kurz glotzen hier. Radsturz ist schon ganz gut gemacht, würde ich sagen. Dubbies machen wir mal. So. Machen wir ein bisschen tiefer, würde ich sagen. Bremskraftverteilung machen wir bis nach hinten. Differential ist ziemlich weit hinten. Können wir ein bisschen mehr nach vorne machen. So. Dann haben wir hier jetzt mal ein bisschen anders. Und da gibt er auch schon mehr Gas. Wunderbar. Das sind sie, die 400. Trotz des Spoilers. In 400 Metern scharf links abbiegen. Scharf links abbiegen. Ah, da ist der Sprung direkt schon. Na gut, wir müssen das mal probieren. Du hast dein Ziel erreicht. So, 3 Sterne, jawoll. Haben wir. Dann noch das andere. War genau hier. Und das würde ich aber sagen, Freunde, machen wir in der nächsten Folge. Da geht es an der Stelle hier weiter. Bei nächster Gelegenheit enden. Warte mal, jetzt kurz hier. Route wird neu berechnet. Genau, nächste Folge geht es dann hier weiter. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.